Heute spielen wir die eine Farbe malen Challenge in Doodle Transform. Wow, ich bin Jumbo Josh. Oh nein, da ist der grüne Jumbo Josh. Ich werde dich fressen, komm her. Vitamine, du bist es. Warte mal, was? Na, was geht ab? High Five, Kollege. Wie kommst du darauf, dass ich Vitamine bin? Also irgendwie, deine Augen haben dich verraten. Ganz ehrlich, sehe ich so aus, als wäre ich Vitamine? Was ist das denn? Ja, also siehst du aus, als wäre ich Vitamine? Ja, natürlich mit dem grünen Party. Oh. Da erkenne ich dich doch sofort. Komm mit Vitamine, denn heute spielen wir die eine Farbe Zeichen Challenge. Freunde, wir malen heute verschiedene Farben. Wir dürfen nur in Gelb, Rot, Grün, Blau, Orange und am Ende in einer geheimen Farbe malen. Und am Ende werden wir herausfinden, wer die heutige eine Farbe Malen Challenge gewinnen wird. Vitamine à la Picasso oder Centex. Ich bin Centex. Und ich glaube, Freunde, deine Malkünste müssen ein bisschen besser sein. Ansonsten sieht es schlecht aus für dich. Und ich würde sagen, lasst die Colors Challenge beginnen. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Doodle Transform. Und heute spielen wir die eine Farbe malen Challenge. Alter, was ist das denn hier? Ich dachte, wir müssen die schwarze Farbe Challenge. Ja, so Vitamin irgendwie. Was hast du denn hier gemacht? Alter, guck mal, das ist der Opilla Bird, Junge von Bam Bam. Oh mein Gott, warte mal. Hä? Gott, hätte ich nachgemalt. nein, oder? Oh, der hat einfach deine Zeichnung geklaut. Ey, ich werde auf jeden Fall, pass auf, ich mache dem jetzt Angst hier. Ich bin der Seestern aus Banban. Stingerfl. Aber ich würde sagen, Freunde, wir setzen die Leiber zurück und wir kommen zur ersten Farbe. Und wir fangen mit Lila an. Let's go. Das ist die erste Farbe. Okay, Vitamin, ich glaube, ich bin lila und deswegen würde ich sagen, weil, weißt du was? Ich male mich jetzt einfach, okay? Hä? Du willst dich komplett lila zeigen? Das geht doch gar nicht. Ja, ich gebe mein Bestes. Ha, ich habe jetzt einfach sogar so lila Haare einfach so. Ich meine, ich wollte schon immer mal lila Haare haben, Alter. Okay, fängst du schon an? Junge, ich bin gleich fertig. Natürlich fange ich an. Let's go, Freunde. So, hier. Ach, guckt euch dieses wunderschöne Lächeln an. So, würde ich sagen, hier kommt okay, sowas hin. Ey, warte mal. Ich weiß gar nicht, was ich zeichnen soll. Ja, irgendwas. Was ist das? Okay, irgendwie meine Beinchen sind ein bisschen klein geworden, muss ich sagen. Wie soll ich auf den stehen? Aber, Freunde, das bin ich. So zwei kleine Öhrchen. Ja, wunderbar, würde ich sagen. Wir können auch so einen anderen lila Ton nehmen, ne? Würde ich sagen. Das nee, nee. Das seht ihr nicht. Doch, Freunde. Wir malen noch hier das Ganze aus, dass wir das Ganze ein bisschen hier ausmalen. Damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Und dann, Freunde, entscheidet ihr, wer die heutige One Colors, also eine Farbenmalen-Challenge gewinnt und welche Zeichnungen besser aussehen. Das könnt ihr auf jeden Fall in den Kommentaren abstimmen. Das wisst ihr doch jetzt schon, das ist natürlich meines. Jojojo, ich würde sagen, okay, ich bin gleich fertig, ne, muss ich sagen. Echt? Was? Ja, Freunde, das was, ihr... Was zeichnest du da für eine hässliche Zeichnung? Alter, ich zeichne mich, ey. Ja, okay, das ist hässlich. Alter, tut mir leid, dass ich so geboren wurde, Alter, was willst du von mir? Ja, keine Sorge, du wirst nicht schöner. Ja, alles klar. Junge, ich sehe aus wie ein verdammtes Teletubby-Monster. Freunde, hier ist ein Bild von einem Teletubby-Monster. Also irgendwie... Sieht ein bisschen so aus, aber, naja, ich würde sagen, so. Pass auf, ich zeig dir gleich meine Zeichnung, aber ich werde dir nicht sagen, was ich bin. Du sollst mal raten, vielleicht. Ja, okay. Ich würde sagen, Freunde, ja, das sieht doch hier sehr, sehr fresh aus. Wir haben mich als lila eine Person gezeichnet. Ich würde sagen, wir klicken schon mal auf Anwenden und... Moin, was geht ab? Ich sehe aus wie so ein lilaner Schlumpf, ey. Ja, ich bin fertig. Das ist jetzt hier meine Zeichnung von lila. Und Alter, Junge, du bist einfach hier. Wer ist der? Ist das, hier Captain Fiddles oder so, glaube ich, heißt der. Wer? Du. Weiß ich, dieser Seestern bin ich, oder? Ja. Und ich bin fertig. Oh, du bist eine Blume? Richtig. Oh, eine Blume. Und ich bin Zedix. Moin. Ja. Schön, dich kennenzulernen. Kurze Frage, bist du ein Außerirdischer? Ich sehe aus wie so ein Teletubby, ne? Das ist wieder ein Teletubby-Monster. Hallo, ich bin gekommen, um Blumen zu zerstören. Komm her. Oh. Okay, aber ich würde sagen, wieder. Blumen fressen? Wir machen weiter mit der nächsten. Freunde, schreibt in die Kommentare. Erste Runde. Wer hat gewonnen? Ich muss sagen, die erste Runde war für uns beide jetzt nicht so stark. Aber, Freunde, wir verbessern uns. Ja, Freunde, aber die Challenge ist auch mega schwer, ne? Nächste Farbe. Gelb. Wir wählen die gelbe Farbe aus. Oh mein Gott, das ist ja easy, oder?
Mal easy, denkst du? Okay, ich habe was Cooles. Ich habe was Cooles, was wir malen. Hey. Nämlich, Freunde, malen wir... Hey, du kannst mir doch nicht verraten. Soll ich dich verraten? Ja, hä? Vielleicht haben wir ja dann das Gleiche. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht mal, dass du die kennst, die Person. Ich mal einen Charakter von Ban Ban. Ja, mal ich auch. Nee, ne? Doch. Nee. Doch. Nee, das ist meine Idee. Hä? Das war ich doch, aber du kannst doch nicht verraten. Okay, egal. Oh, nee, ich mal kein Charakter von Bam Bam. Okay, gibst du einen, der gelb ist? Wen hättest du denn gemalt? Natürlich, Mann. Wen hättest du denn gemalt? Hä, na, ich mal den diese Schnecke. Die Snaggy. Als ob du die kennst. Hä, na klar, Snaggy heißt die. War das Snaggy? Kennst du die? Kennt ihr euch persönlich, oder was? Jo, Mann, wir sind Bros. Bros? Okay, ist natürlich hey, Slow Celine, Freunde. Die hat mich letztens noch mit dem Bus abgeholt. Ich fahre mal mit der zur Schule. Alles klar, Freunde. Das hier ist Slow Celine hier. Let's go. Die gelbe Snaggle. Okay, okay, okay. Nicht schlecht, aber würde ich sagen, mach mir so einen anderen gelben Yellow-Ton hier. Zagidi, zack. Knackig, zackig, würde ich sagen. Okay, das ist eine hässliche Farbe. Nee, nee, nee. Die machen wir lieber nicht. Knackig, zackig? Ja, knackig, zackig. So. Alter, Junge, das Gelb ist, sieht aus wie eine verfaulte Banane. Verfaulte Pampelmuse, Alter. Was ist das denn? Okay, ich hab mir das Nägel gleich fertig. Ja, okay, okay, Freunde. Wir müssen das Ganze nur noch ausmalen hier. Von Slow Silly heißt sie, ne? Ja, ja, ja. Ich nenne sie immer noch Snaggy. Snaggy, die Snagge. Die Nacktschnecke, würde ich sagen, ne? Nee, also es muss jetzt keine Nacktschnecke unbedingt sein. Ja, okay, okay, da würde ich sagen, Freunde, wir malen das Ganze so. Ich mach's immer so umgekehrt. Ich mach immer die Umrandung und dann mal ich es innen aus. Eigentlich ist das ein bisschen nicht so schlau, oder? Aber so mache ich das ehrlich gesagt auch. Ja, aber irgendwie, Freunde, wisst ihr was? Komm, wir malen das Ganze so erstmal aus. Ich glaube, andersrum ist es ein bisschen schlauer. Wegen der ganzen Schneckenform und sowas ist das Ganze sonst ein bisschen schwierig. So, zack. Hier haben wir ihren wunderbaren Buckel hier gemalt. Oder ihren, ja, so, ihren. Fertig! Ja, und chill, slow fertig! Ist ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen langsam, Alter, weißt du? So, Freunde, zacke die zack. Hui! Ui, ha, perfekt. Ein Kunstwerk mal ich hier, Alter, weißt du das? Aber was ist denn eigentlich für ein Wiu, Wiu? Ich hab grad Spaß am Zeichnen. Lass mich, okay? Ich dachte, das ist ein Monster. Nee, okay, ich würde sagen, so machen wir das Ganze das. So. So machen wir das Ganze, zack. Dann kommt hier noch was hin. Let's go. Aber ich denke mal, Freunde, das ist Slow Silly. Und damit würde ich sagen, Freunde, zack, wir sind fertig und Vitamine. Moin, was geht? Junge. Du hast geschummelt! Was denn? Das ist doch kein Gelb! Ja, natürlich ist es gelb! Was ist das, Augen? Das ist Gelb-Vitamine. Die Augen sind die? Ja, okay, die Augen sind ein bisschen schwarz. Das musste ich halt nehmen. Aber hey, du bist ja gar nicht Slow Celine. Du bist ja, die wunderschöne Sonne. Und Alter, Junge, ich bin zu nah! Ich schmelze, ich werde zu nah, Snaggle! Schnell ab geht es, Freunde. Aber ich muss sagen... Nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Freunde, Vitamin ist gelbe Zeichnung und Slow Silly, meine gelbe Zeichnung. Ich werde mir deine Kunst merken. Schwarze Farbe auf die Augen. Ja, okay, Augen darfst du schwarz malen. Okay, okay. Das geht. Das ist meine eigene Challenge hier. Selbst blau mal in der gelben Challenge. Was willst du tun? Du kannst nichts tun. Dann mach ich lila, dann mach ich bunt. Okay, Freunde, wir kommen zur nächsten Farbe. Nämlich Red. Weißt du, was Red ist? Red. Red ist Englisch und bedeutet Blau-Vitamine. Ja, Zeichnung. Nein, natürlich nicht, Alter. Okay, Rot. Ein Moment. Ich habe die nächste coole Idee, die wir jetzt hier zeichnen werden. Ich habe auch eine mega coole Idee. Und Freunde, stimmt auf jeden Fall alle für mich ab, denn Vitamine muss auf jeden Fall gewinnen, Leute. Ja, das werden wir sehen. Okay, ich lösche nochmal alles. Freunde, so, ich würde sagen, mal schauen, wann ihr das Ganze jetzt erkennen könnt. Ja, wie weit bist du denn gerade? Fast fertig. Wirklich? Nein. Junge, ich mach jetzt hier keine Panik, Alter. Denkst du, okay? Ich bin so schnell, Mann? Ich lösche alles wieder, Freunde. Wir müssen das Ganze ein bisschen anders machen. Ja, es ist so schwierig, aber weil man nicht so viel Platz hat, weißt du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, ob man das bei mir erkennt, ehrlich gesagt. Ja, also ich hoffe, man muss es schon erkennen, ne? Also sonst ist es schlecht, mein Lieber. So, hier, zack. Und was ist, wenn du hast gesagt, ja, ich male gerade alles aus Blau. Ja. Nein, rot, Vitamine. Red ist natürlich rot. Du hast doch gesagt blau. Die Farbe der Liebe. Aber du hast doch gesagt blau. Nein, rot, red. Du hast doch aber gesagt blau. Ja, ich das war halt Spaß, Junge, ich hab's falsch übersetzt extra. Oh, nee, ne? Hast du jetzt blau gemalt, oder was? Ja, aber die ganze Zeichnung ist gerade blau. Jo, das ist natürlich ein bisschen blöd, auch, Freunde. Wir haben hier oben nicht so viel Platz, da würde ich sagen, quetschen wir das Ganze ein. Okay, dann würde ich sagen, ja, dann mal halt rot, ne? Hä? Okay, was denn Freunde, jetzt nun? Rot!
Okay, ach so. Wir waren einfach ruhig. Ich weiß nicht, was der Schusselkopf da drüben zeichnet. So, Freunde, das wird jetzt hier unsere wunderbare Zeichnung. Bis jetzt, glaube ich, kann man es noch nicht erkennen, was das Ganze sein wird. Aber, Freunde, ich werde euch auf jeden Fall jetzt zeigen, was das Ganze sein wird. Nämlich, okay, also wir dürfen nicht schwarz benutzen, oder wie? Auch für die Augen nicht. Also komm, die Augen mir ist egal, du hast ja gesagt, das ist deine Challenge. Ja, da hast du recht. Okay, wir machen die Augen und so ein bisschen Gesicht, können wir noch ein bisschen anders machen. Ja, okay? Aber ehrlich gesagt brauche ich gar keine Augen, weil ich keine Charaktere male. Okay, du malst eine, ich sag, du malst eine Tomate. Nee. Einen Apfel. Nee. Einen Galacticus 3000. Ja. Was? Wirklich? Ja, klar. Nee, okay, Alter, okay. Das sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus, Freunde. Das sind so die Augen ein bisschen. Okay, ja. Bisschen besser, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Mundi hier. Ah, so sieht das Ganze auch schon mal ein bisschen freundlicher aus. Natürlich auch in einem Rotton hier. Freunde, würde ich sagen, umranden wir das Ganze, damit das Ganze hier noch ein bisschen schicker hier aussieht. Aber, Freunde, ich glaube, ich bin mit der nächsten Zeichenfarben-Challenge, whatever, fertig, mein Lieber. Warte, noch nicht gucken. Ja, ich bin auch noch nicht fertig. Ich habe es einfach nur so gesagt, dass du ein bisschen Zeitdruck hast. Aber, wunderbar, Freunde, schaut euch das Ganze mal an. Tada! Ich bin es! Let's go! Alter, er ist auch Slow Celine! Deine malt uns hier nach, Alter! Hey? Ich sehe deine Zeichnung! Oh nee! Ich habe aus Versehen Ich sehe aber gar nicht, was du sein sollst, Freund! Was soll das sein? Soll das ein Eiscreme? Nein! Popcorn? Nein! Ein Zelt? Ein Drache? Nein. Das kann alles sein! Okay, ich bin gespannt! Hey, das ist voll einfach! Fertig! Wow! Du bist ein... Ist das so ein Juwel oder so? Ja, ich will ein Diamant sein oder so! Oh mein Gott! Junge, du hast diese Neonfarbe, ne? Ja! Und wer bin ich? Ist das ein Monster? Ja, Ben! Ah! Ich bin es! Ben, let's go! Oh, Alter, oha, das ist einfach. Was habe ich da gemalt? Guck mal, jetzt so. Oh, Freunde, ein bisschen Liebe. Verbreite Liebe in den Kommentaren hier, und hier ist eine Likes. Poster. Hier ist ein Imposter. Hier ist einfach alles klar. Wer ist er? Und yo, wer ist er denn? Auch so ein pinkes Monster oder sowas, ne? Interessant. Ja. Ey, das ist Snaggy! Snaggy, er ist auch Slow Celine, Freunde von Garden of Bam Bam. Ja, Miraculous? Ich glaube, die heißt so, ne? Ja, genau. Okay, aber ich würde sagen, Freunde, wir kommen zur nächsten Farbe. Wir machen weiter mit Grün. Grün sind alle meine Farben. Grün ist alles, was ich habe. Was kann ich dir dazu sagen? Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich bei Grün zeichne. Okay, wir wählen auf, Freunde, die Neon-Tinte. Das sah so krass aus, dass es so geleuchtet hat bei dir einfach, ne? Ja, das sieht übel cool aus, aber hey, ich weiß gar nicht, was ich bei Grün zeichnen soll. Okay, ich könnte jetzt natürlich Jumbo-Josh malen. Du meinst ja nur Monster, oder wie? Ja, ich überlege mal was anderes. Okay, warte einen Moment. Let's go, okay. Ich habe, glaube ich, eine coole Idee, die ich hier zeichne. Ah, warte mal. Wie war das auch mit dieser Neon-Tinte? Leuchtet die dann automatisch, oder wie? Und mal. Ja, da kann man so Neon aus. Okay, Freunde, wir malen jetzt hier mit der Neonfarbe. Let's go. Eine richtig coole Zeichnung hier, die wir jetzt hier gemeinsam malen werden. Kurze Frage hier, was zeichnest du hier bereits ab hier oder was? Was? Woher weißt du das? Malst auch mit Neon? Okay, Freunde, würde ich sagen, so, das ist jetzt hier die grüne Farbe. Also bis jetzt muss ich sagen, also beim letzten muss ich zugeben, ich glaube, da war deine Juwelzeichnung ein bisschen cooler, muss ich sagen. Aber beim Rest... Aber ehrlich gesagt, die Juwelzeichnung war jetzt nicht der Burner, oder? Na Junge, ich fand das, der Knaller war das, Alter. Das war mein Highlight die Woche, diese Zeichnung. Ich werde mir das Eirahmen und über mein Bett aufhängen und mir das jeden Tag anschauen und immer an dich denken. Wirklich? Nee, eigentlich nicht. War schon hässlich. Vielleicht war es nicht, aber das war wirklich krass. Okay, Freunde, ich weiß nicht, ob man das bis jetzt erkennen kann, was das Ganze sein soll, aber... Nee, kann man nicht, tatsächlich. Okay. Wir malen das Ganze am besten so ein bisschen cooler. Dann kommen jetzt hier ein paar Äuglein hin. Also ich mal wieder eine Person, sage ich mal, ne? Okay. Was heißt eine Person? Das ist jetzt keine Person, ne? Aber es ist auf jeden Fall kein Garden of Ban-Ban Monster. Du könntest vielleicht... du könntest Jumbo-Josh vielleicht malen, ne? Theoretisch. Ja, theoretisch. In der Theorie könnte man Okay, Freunde. Miari, red weiter. Ich wollte dich gar nicht stören bei deinem Gedankengang. Oder hab ich jetzt gestört? Ja, du hast mich gestört. okay, Freunde. So, grün haben wir, ne? Es gibt dieses Grün. Okay, wir nehmen ein dunkleres Grün, würde ich sagen. Für den riesengroßen Mond. Ich bin so gespannt, ey, wie das am Ende aussehen wird, wenn das so leuchten wird, Freunde. Weil wir haben jetzt hier diese neonfarbene Tinte hier benutzt. So, dann würde ich sagen, zeige. Ab geht es. Let's go. Ich habe jetzt auch ein ganzes Bild benutzt, ne? Wie meinst du? Ja, also ich habe jetzt bei keiner Farbe aufgehört, Neon zu benutzen. Jetzt überall benutzt. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, so, da kommt hier noch was hin. Alles wird am Leuchten hier. Unser cooles Monster hier, würde ich sagen. So, da kommt hier noch was hin. Zack. Aber wieder mit, ich glaube, auch mit der grünen Farbe-Challenge. Joa, ich war noch ein
paar Kleinigkeiten, würde ich sagen. Aber okay, dann bin ich fertig, okay? So, Freunde, wir umranden das Ganze noch, würde ich sagen. Mit so einem helleren Grün. Dann haben wir wirklich jeden Grünton. So hell, normal und dunkel alles hier bei uns. Okay, ich sage, du malst einen Apfel. Nee, negativ. Okay, okay. Bin ich mal gespannt, was du da hast. So, da würde ich sagen, ich hoffe, man kann es überhaupt erkennen, aber eigentlich, ja doch, eigentlich sollte man schon erkennen hier, was das Ganze hier sein soll. Okay, so, eigentlich bin ich ja auch fertig, muss ich sagen. Okay, da würde ich sagen, Freunde, das ist jetzt unsere grüne Farbe. Let's go. Wow. Ja, ich bin fertig. Und, wow, let's go. Was geht? Du bist ein Geist, ein grüner Schleimiger. Ja, ich bin ein grüner Schleimiger Geist. Ey, warte, du bist ein Auto. Ja, ich warte so einen Autoversuch. Ah, aber ist cool mit der Lampe vorne, dass die so ein bisschen leuchtet, ne? Ja, aber warte mal, ist das nicht schon ein bisschen blau, was du da hast? Ja, also, ja, die Farbe sieht aber wirklich anders aus bei mir, okay, ne? Okay, die Farbe okay. Sieht, also, Leute, ich kann das erklären. Die Farbe sieht ein bisschen anders aus. Aber, ja, Alter, guck mal. Guck mal, er hat auch bei der Challenge mitgemacht, der Grüne hier. Nee, der hat ein bisschen rot gezeigt. Ja, stimmt. Also, du bist ausgeschieden aus der Challenge. Mal schauen, wir haben noch was Grünes gemalt hier. Ich glaube, wir sind die einzigen Grünen hier, ne? Ja, guck doch, okay, er hat eine Blume gemalt. Oh, yeah, okay, interessant. Da würde ich sagen, Freunde, ab geht es. Wir machen weiter mit der nächsten Farbe und wir kommen zu... Was denkst du? Robunt! Nee. Wir kommen erstmal zu Blau, mein Lieber. Also, Blau! Blau. Okay, Freunde. Blau. Was könnten wir beim Blauen malen? Okay, Freunde, ich habe eine coole Idee. Diesmal machen wir es mal nicht mit der Neon-Tinte. Ich würde sagen, die können wir so ein bisschen benutzen. Weißt du, wenn es halt passt, ne? Ja, wenn es passt, dann passt es. Ja, genau. Okay, wir machen das am besten ein bisschen anders. Ey, ich finde, der Anfang ist immer so schwierig zu zeichnen, ne? Findest du? Ja, ich weiß nie, wie ich das machen soll. Also auch so mittig und sowas ist immer voll schwierig. Weil man darf ja auch nicht die Beine oder irgendwie sowas zu groß malen. Weil es muss ja alles so ein bisschen Sinn machen, weißt du? Junge, ja. Was ist das für eine riesengroße... Nee, okay, ich lösche dich. Freunde, wir fangen beim Kopf an. Wir fangen beim Kopf aber an, würde ich sagen. Aber die Frage ist, was zutage macht heute schon Sinn? Ja, okay. Mal schauen, ich bin auf deine Zeichnung gespannt. Okay. Ah, nee, wir dürfen ja nur blau benutzen, ne? Ja, das hast du zumindest gesagt. Ja, okay, das ist die Challenge. Okay, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig, da würde ich sagen. So, kommt hier so ein kleiner Arm hin. Let's go. Dann kommt, wie sollen wir das am besten machen? Hier kommt so der Körper. Zack. Let's go, Du malst schon wieder irgendein Monster oder so, ne? Du malst halt immer alles so monstermäßig, ne? Ja, irgendwie schon. Und du malst immer irgendwas anderes, ne? Ich mal Haustiere. Okay, Freunde, so sieht das Ganze jetzt hier bis jetzt aus. Bis jetzt nur blau benutzt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dunkelblau. Wir machen mal hier so ein dunkleres Blau. Die Dicke machen wir ein bisschen runter, Alter. Ich werde hier ein richtiger Künstler mittlerweile, ey. Echt? Picasso! Ja, irgendwie nicht. Also irgendwie, ich dachte, umso mehr man malt, umso besser sieht's aus, aber bei mir sieht's immer noch aus wie irgendwie so ein zweijähriges Kind, ne? Ja, ist doch egal, Sandy, ganz ehrlich. Der Wille zählt. Ja. Das wird mir immer gesagt, als ich verloren habe. Hauptsache, der Wille zählt. Let's go, Freunde. So wunderbar. Schaut euch das. Warte mal, kurze Frage. Bist du schon wieder fertig? Nee. Ich bin einfach nur, ich will mich ein bisschen hochhypen. Ich bin einfach stolz, Vitamine, weißt du? Ja, ist okay, kannst du gerne sein. Aber ich habe mich schon gewundert, dass du jetzt schon wieder fertig bist. Nee, ich bin noch nicht fertig. Ich bin bei weitem noch. Ja, was heißt bei weitem noch nicht fertig? Da würde ich sagen, Freunde, mach mir das Ganze hier so wunderbar. Aha, Wunderbärchen. Da würde ich sagen, mach mir das Ganze. Oh, warte mal, wir können jetzt hier die Neontinte benutzen. Boom. Weil dann wird das Ganze hier so leuchten. Ich glaube, das ist eine coole Idee. So, dann macht das Ganze ein bisschen gruseliger, muss ich sagen. Okay, dann machen wir die Neontinte mal aus. Ich würde schon wieder fast wetten, dass du irgendwie so ein Bannmann-Monster zeichnest. Vitamine? Du kennst mich echt sehr, sehr gut, muss ich sagen, ne? Ja, weiß nicht, weil du das immer zeichnest. Oh ja, okay, Freunde, so sieht das Ganze bis jetzt aus. Wie soll man das jetzt hier oben machen? Okay, ich würde sagen, wir machen das ein bisschen anders. Wir benutzen die Farbe, dieses, wie heißt das so, Cyan oder sowas? So ja, hellblau ich weiß halt. Nicht. Schade, dass man eigentlich nicht kopieren kann, ne, so manche Sachen. Was heißt kopieren? Ja, kopieren halt. Dann kann man das gleich öfters nehmen. Ach so, das meinst du, okay. Aber, nee, das geht leider nicht. Freunde, malen wir das Ganze noch hier so mit der Neon-Tinte. Oh, okay, das sieht... Warte mal, Freunde, wir machen das Ganze ein bisschen kleiner, würde ich sagen. Das ist ein bisschen zu groß geworden. Zack. Oh mein Gott, okay, Vitamine. Bei der Farbe wirst du, glaube ich, keine Chance haben. Ich glaube, ich habe eine coole Zeichnung gemacht. Ja, aber ich glaube, meinst du auch gar nicht mal so schlecht. Okay, ich würde sagen... Oh, warte mal. Okay, ich brauche noch kurz, ja? Ja, noch 10 Sekunden. Was? Nein, ein bisschen länger kurz. Ja. Entspann dich, du hast alle Zeit der Welt, okay?
Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze so, so und let's go, Freunde. Wir klicken schon mal auf Ready, denn, Freunde, das ist unsere Zeichnung. Okay, ich habe einen kleinen Fehler. Ich habe einen kleinen Fehler hier unten gemacht. Also bist du doch noch nicht fertig? Ja, egal. Das passt schon so, oder? Das passt schon so. Wow, schau dich das an. Ich bin auch fertig. Und, was bist du denn? Du bist, so ein Haibecken oder so Fische, das Meer. Ich bin ein Meer. Wow, oh, und du hast sogar mehrere Sachen gemalt. Guck mal, du hast einen blauen Regen, blauen, so Donner und eine blaue Wolke und einen glühenden Fisch, Alter. Und so ein Hai hast du gemalt. Richtig, ganz genau. Und ich bin Blue-Freude mit der Leuchten. Wie findest du meine leuchtende Krone? Sei ehrlich, die steht mir gut, oder? Ja, übelst nice, aber warum ist dann wieder weiß? Bewusst. Ja, das sind die Augen, Alter. Was soll ich machen, so. Freunde? Das ist auf jeden Fall hier Blue von den Rainbow Friends. Alter, guck mal, er hat Smallshop gemalt. Ich bin bereit, Mr. Krabs. Was haben wir die anderen hier gemalt hier? Aha, ja. Interessant. Oh, er ist das Durstmonster, schau mal. Okay, ja, das sieht auch gut aus. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich würde sagen, Freunde, weiter geht es. Wir kommen zur vorletzten Farbe. Am Ende gibt es noch eine geheime Farbe. Da könnt ihr auf jeden Fall mal gespannt sein. Und Freunde, aber erstmal kommen wir zu Orange. Bisschen Begeisterung? Yeah! Yeah, Orange, Freunde. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Ist Orange auch deine Lieblingsfarbe, oder? Ja, könnte man schon so sagen. Also Orange, ne? Ja, Orange sehr, sehr gut. Orange macht die Welt zu einem besseren Ort. Freunde, wir fangen sofort an hier mit Orange. Ich bin so gespannt aufs Ende und wer von uns die meisten Punkte hat. Und ich würde sagen, ist bis jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Du bist ein guter Gegner, muss ich sagen. Es ist aber echt schwierig, muss ich sagen. Ja, alles klar, Freunde. Aber wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes, den heutigen Win nach Hause zu holen. So, Freunde, ich glaube... Ja, den werde ich auch nach Hause holen wollen. Ja, ich glaube, ihr könnt schon vielleicht ein bisschen erkennen, was das Ganze hier sein wird. So, Nummer uno, dos, tres und... Was kommt noch? Tres? Vier. So. Nee, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Oh ja, so weit kann ich auch noch Leute, nicht. Aber, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier noch was. Alter, ich bin gleich schon fertig, muss ich sagen. Oha. Also, ja, das ist hier der ultimative Speedrun hier. Also mittlerweile kann ich schon zeichnen hier. Ja, Freunde. Ohne Momento, ich bin eigentlich auch so gut wie fertig. Echt? Ja, okay, perfekt, perfekt, Freunde. Dann würde ich sagen, malen wir das Ganze so hier wunderbar. Und ich glaube, Freunde, können vielleicht so einen anderen Orangeton nehmen. So, warte mal, machen wir jetzt so was Helle. Dann benutzen wir die Neon-Tinte. Dass wir so richtig schön am Leuchten, am Glowen sind, weißt du? Ja, ich verstehe. Da würde ich sagen, so, Wunderbärchen, Wunderbärchen, zack, zack. Ich muss mich gerade kurz konzentrieren. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ah, ich bin gleich fertig. Und Freunde, let's go. Das ist jetzt hier unsere Zeichnung, die wir jetzt hier haben. Fertig? Zack. Ja, wir klicken auf Anwenden. Und, oh, okay, das sieht doch cool aus, als ich mir sogar vorgestellt habe. Oh. Du, diese Neon-Tinte ist richtig cool. Damit kann man richtig krass zeichnen. Die ist wirklich geil. Let's go. Okay, wo bist du, Vitamine? Was hast du gemalt? Ja, ich bin noch nicht fertig. Also gleich, sofort. Okay, und fertig. Und, du bist eine Orangenscheibe. Richtig. Eine Orangenscheibe. Und wer bin ich? Du bist wieder so ein Bambam-Monster, glaube ich. Yeah, ich bin Stinger Flynn. That's my name, my friend. Let's go. Und nice, Stinger Mann. Flynn Lieblingsessen sind, Mandarinen. Alles gut. Oh. Gut Glück gehabt. Und Orangen, komm hier. Hey, warte mal. Ich will eigentlich in den Magen hinein. Komm, friss mich. Lecker. Ey, jetzt habe ich Lust auf Orangenvitamin. Jetzt habe ich Lust auf Orangen, ja, Freunde. Ich will jetzt auch gerne einen essen. Zack, das war jetzt hier die orangene Runde. Let's go. Und Freunde, wir kommen jetzt zur allerletzten Farbe. Zur geheimen Farbe. Was ist nämlich, die geheime? Freunde, ist die geheime Farbe. Regenbogen. Das bedeutet, wir müssen jede einzelne Farbe, die uns angezeigt wird, benutzen in dem Bild, okay? Echt? Okay. Ja. Das schaffen wir. Kriegst du es hin? Du? Ja, okay. Ich hab schon eine coole Idee, was ich male. Ich darf jetzt wirklich alles nehmen? Ja, du musst alles nehmen. Jede einzelne Farbe musst du benutzen. Jede? Ja. Okay. Weißt du, was ich male? Nee. Ich male dich. Ich male einfach dich in Kunterbunt, weißt du? Ey, das geht doch gar nicht. Doch, Freunde, das geht. Ich zeig dir, dass das Ganze geht. Weißt du, was ich zahle? Zahle? Was zahlst du? Geld. Okay, ich bin mal gespannt. Also, ich male auf jeden Fall dich, aber halt in kunterbunt, weißt du, mit allen möglichen Farben hier. Aber so, Freunde, ich das sind jetzt hier Vitamine. Ich hallo, hörst du mir auch mal zu hier? Ja, hau raus. Ich mal was in Regenbogen. In Regenbogen, okay. Also in Neonfarbe. Oh, in Neonfarbe. Okay, cool. Lass ich mich auf jeden Fall überraschen. Hallo, hörst du mir überhaupt zu? Ja, die geheime Runde. Ich höre dir zu, mein Lieber. So, was liegt dir auf dem Herzen? Was willst du mir erzählen?
vergessen. Alles klar, Freunde. Das wird jetzt hier. Ah, Vitamine, let's go. Was? Warte, der schielt jetzt so ein bisschen. So. Ach so, ich dachte, du hattest jetzt schon. Nee, ich bin auch hier. So, zack, Freunde. Bis jetzt haben wir 4 Farben benutzt. Okay. Was benutzen wir als nächstes? So, wir benutzen das hier für den Mund hier. Du hörst aus, als hättest du einen Lippenstift drauf. 100% malst du mich so richtig hässlich. Ja, ich mal dich, wie du halt aussiehst, mein Lieber, ne? Warte mal! Was soll das denn jetzt heißen? Und zack. Oh, das war so viel Spaß, dich hier zu malen, muss ich sagen. Ey, ganz ehrlich, soll ich mal was sagen? Hau raus. Bin gleich fertig. Was, hast du jede Farbe benutzt? Ja. Jede? Ja, ich bin auch dabei. So, vorher jetzt haben wir blau benutzt. So dick bin ich nun auch nicht, dass man da Stunden braucht. Ja, Junge, ich bin mit meinem Gesicht fertig. Das wird hier eine Picasso, so. Ein Meisterwerk wird das. Dann würde ich sagen, Freunde, malen wir das Ganze hier so. Ja, wunderbar, Freunde. Zack, let's go. So, wir sind gerade bei meinem Oberteil angekommen. Okay, ich auch. Ja, okay. Was malst du denn, hä? Also, ein Regenbogen einfach, oder wie? Nein, ich mal Zentik. Verschiedenen Farben. Mich? Zentik sind hässlich. Okay, da würde ich sagen, nein, Spaß. Mal ich zeichne dich nicht. Orange benutzen. So, let's go. So, dann benutzen wir grün. Okay, grün haben wir auch noch nicht. Da würde ich sagen, Alter, Junge, du hast aber auch einen kunterbunten Skin. Also, viele kann man auch so benutzen. Ganz ehrlich, ich bin fertig. Wirklich? Ja, wirklich jetzt. Okay, ja, gib mir noch ein bisschen Zeit. Du hast jede Farbe benutzt, die komplette. Jede. Jede Farbe, okay, Freunde. Zack, da würde ich sagen, let's go, so sieht das Ganze aus. Warte mal, ich glaube, wir können das Ganze ein bisschen cooler vielleicht machen. Wir malen hier das Ganze mit Glowing, mit Neontinte malen wir das Ganze. Damit das Ganze hier ein bisschen cool leuchtet, weißt du? Ja, ich verstehe. Ja, Freunde. Würde ich sagen, machen wir das Ganze. Okay, Mayday. Ja, alles gut. So, machen wir das Ganze. Zack. Wunderbar. Okay. So, dann können wir das Ganze hier so benutzen. Wir umranden das Ganze, würde ich sagen. Let's go. Die Farbe haben wir noch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir seine Hose natürlich so in der Farbe hier. So Hautfarbe. Ich meine, ich kann ja nicht mal Hautfarbe für dich benutzen, ne? Ja, doch, orange. Ja, das ist halt deine Hautfarbe. Aber so, da würde ich sagen, da wir Hautfarbe benutzt haben, machen wir das Ganze, zack, als deine Hose. Braun haben wir noch nicht gemacht. Hey, du hast mir meine Hose geklaut. Ja, chill, Junge, ich mal auch dich hier. Dann machen wir dir wunderschöne, freshe Sneaker hier. Wunderbar, Freunde. Yeah, schau euch das Ganze mal grau. Grau können wir das Ganze umranden, würde ich sagen. So. Ey, ruf mich an, wenn es vorbei ist. Hast du Lust auf leuchtende Haare? Yeah! Komm, wir machen dir noch ein paar gelbe Haare. Junge, du hast deine Haare. Ja, du hast deine Haare ein bisschen gefärbt, Alter. Ein bisschen fresh gemacht. Let's go. Aber Freunde, ich glaube, jetzt haben wir wirklich jede einzelne. Guck mal, wir können den grünen Ton noch benutzen. Let's go. Jede einzelne Farbe benutzen. Alter, Junge. Gott, wieder, Ich glaube, du wirst mich hassen hier nach, Alter, ne? Ja, ich bin mal gespannt, ey. Dann machen wir dir noch wunderschöne lilane Wimpern. Und dann, Freunde, sind wir mit unserer Rainbow-Zeichnung fertig. Vitamine, wo bist du? Ich bin hier. Let's go. Let's go. Oh, Alter, wie sehe ich denn aus? Freunde. Hä, hey, was soll das denn sein? Bist du 1:1? Junge, Alter, was zeichnest du da? Oh mein Gott, du hast echt ein Rainbow. Junge, ja, der leuchtet ja richtig. Allerdings, es ist so viel Neon, dass man innen drin nicht mal mehr das Grün erkennt. Ja, man erkennt wirklich gar nichts mehr. Warte, lass mich mal ein bisschen näher schauen. Ich sehe da kein Grün, muss ich sagen. Aber, okay, wirklich grün. Und als Dunkle hast du so die Wolken benutzt. Ja, ich glaub dir doch, weil ich glaub dir. Dieses Neongrün hier, gucke. Okay, da, ich hab's nochmal daneben gemalt. Ja, wunderbar, Freunde. Das war jetzt hier die One-Drawing-Technik. Wie findest du dich? Oh mein Gott, wieder. Du siehst ein bisschen gruselig aus. Warum? Du siehst sagen, komplett kunterbunt, ey. Ey, so schlimm ist es doch gar nicht. Ich glaube, die Haare würden dir stehen, wenn du die machen würdest, ne? Ja, das stimmt. Aber Freunde, schreibt gerne in die Kommentare, wer hat deiner Meinung nach die eine Farbe malen Challenge zusammen mit Vitamine gewonnen. Das war jetzt jede einzelne Farbe, die wir jetzt hier in Doodle Transformation zusammen mit Vitamine gewalt haben. Yeah! Und ich würde sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Zentik Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.